Ich wusste zwar, was eine Thrombose ist, aber ich konnte gar nicht einordnen, was für gravierende Auswirkungen das auf mein Leben haben kann. Weil wenn man sowas hört, Thrombose, dann denkt man, man nimmt Medikamente und dann geht die wieder weg. Und das ist ja nicht so. Ja, und das tut natürlich als Mutter unglaublich leid. Immer wenn ich eine Fötungsmethode probiert habe, habe ich danach irgendwas bekommen. Also ich war ja immer wieder krank und dann hatte ich total Angst, nochmal irgendwas auszuprobieren und hatte auch gar keine Lust mehr, das nochmal zu probieren, weil ich mir dachte, ich krieg doch sowieso schon wieder irgendwas, wenn ich nochmal was probiere. Und dann war die Angst einfach zu groß. Ich bin Camille, ich bin 21 Jahre alt und ich habe mit 16 Jahren eine lebensgefährliche Thrombose bekommen. Ich habe das postthrombotische Syndrom bekommen. In meinem Fall heißt es, dass die Thrombose nie wirklich verschwunden ist. Sobald ich außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt bin, merke ich das dann doch. Ich werde meine Beschwerden für immer behalten und ich werde auch meine Therapie immer so weiterführen müssen. Also die Strümpfe werden mein Leben lang bleiben und auch meine Medikamente werde ich mein Leben lang einnehmen müssen. Morgens ist eigentlich eines der ersten Dinge, die ich mache, meine Strümpfe anziehen, wenn ich mich einfach morgens anziehe. Die Kompressionsstrümpfe zu tragen ist schon sehr unangenehm, weil zum einen schneiden die halt in der Kniekehle sehr ein und ich kann halt auch nicht mal sagen, ich trage heute mal was Bequemes, weil ich merke den Stoff von irgendwelchen bequemen Hosen nicht. Und wenn ich jetzt abends müde bin und es mir ein bisschen gemütlicher machen möchte, habe ich die Wahl, keine Strümpfe zu tragen und dann mit Schmerzen rumzulaufen oder die Strümpfe zu haben, aber dafür ist es halt unangenehm. Ich werde die Strümpfe mein Leben lang tragen müssen. Das war anfangs total schwierig für mich, aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Als ich 16 war, habe ich die Pille verschrieben bekommen. Ich habe die genommen, weil meine Klassenkameraden haben die auch genommen. Und wenn man andere Leute fragt, nehmen die meisten Leute eigentlich die Pille. Und deswegen dachte ich doch, das wäre das beste Verhütungsmittel und das ist auch einfach. Man muss ja nur einmal am Tag eine Tablette einwerfen, dann hat sich das auch gegessen. Ich dachte mir, das ist immer gut, eine sichere und langfristige Verhütungsmethode zu haben. In dem Moment, wo ich die Pille verschrieben bekommen habe, habe ich mich von meinem Frauenarzt gut aufgeklärt gefühlt. Aber als ich dann die Diagnose Thrombose bekommen habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mir etwas gefehlt hat. Also mir hat so ein bisschen die Einschätzung gefehlt. So, ich konnte das gar nicht einordnen. Ich wusste zwar, was eine Thrombose ist, aber ich konnte gar nicht einordnen, was für gravierende Auswirkungen das auf mein Leben haben kann. Nach der Diagnose war das so, dass ich anfangs Schwierigkeiten hatte beim Laufen. Das hat sich dadurch geäußert, dass ich Schmerzen hatte. Es hat auf jeden Fall ein Jahr gedauert, bis ich wieder alles konnte, weil wirklich Treppensteigen auch sehr lang gedauert hat, bis ich wieder auch große Treppen steigen konnte. Ich war schon traurig, dass ich diese Fähigkeit verloren habe, aber ich war auch frustriert, weil es nicht so funktioniert, wie ich gerne wollte. Ich habe die Pille eingenommen, habe dann pfeifersches Drüsenfieber bekommen, relativ bald. Und dann 4 Wochen, nachdem ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, habe ich meine ersten Thrombose-Merkmale gehabt. Mir ist zwar aufgefallen, dass ich immer, wenn ich gelaufen bin, Schmerzen hatte und immer, wenn ich gelegen habe, nicht. Aber ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht und das so ein bisschen als Gliederschmerzen abgetan. Dann war ich duschen, habe mich deswegen im Spiegel angeschaut. Und dann habe ich gesehen, mein Bein ist dick und es war rot und dann hat meine Mutter das dann nochmal ganz anders eingeordnet und gesagt, das könnte ja eine Thrombose sein. Alle in der Familie dachten, ach nee, das kann gar nicht sein. Sowas Schlimmes, das kann nicht stimmen. Und dann hat die gesagt, wenn es am nächsten Tag nicht besser ist, dann gehen wir zum Arzt. Und es war leider nicht besser. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und die haben dann direkt gesagt, dass es eine Thrombose ist. Bei jeder Untersuchung wurde ein neues Stück Thrombose festgestellt, also am Anfang dachte man, die wäre jetzt nur in der Wade, dann ging die auch bis in den Oberschenkel, dann in die Leiste und ganz am Ende wurde bei einem MRT noch festgestellt, dass sie bis in die Vena Cava kurz vor die Nieren reicht. Eine Thrombose ist eine Verklumpung von Blut, meistens in den Beinen, deswegen heißt es Beinvenenthrombose. Wenn die Thrombose sich löst und dieses Material, diese Gerinnsel in der Lunge landen, dann kann das Herz das Blut nicht mehr durch die Lunge durchpumpen. Das führt zu Schmerzen und zu einem Herzstillstand an der Stelle, weil das Blut einfach nicht mehr durch die Lunge durchgeht. Das kann tödlich sein, das ist lebensgefährlich. In unserem Fall war die Infektion, das pfeifersche Drüsenfieber, ein Thema.
Die Immobilisation, also das Flachliegen, ein anderes Thema. Das dritte Thema war, dass eine zugrunde liegende Thromboseneigung vorliegt. Das waren also die Grundvoraussetzungen. Und dann in der Gesamtkonstellation auch noch die Pille obendrauf gegeben wurde. Sie hat in dem Fall im Gesamtzusammenhang einen ganz wesentlichen Anteil zur Thromboseentstehung beigetragen. Wie hoch das jetzt in Nummern, in Zahlen, in Prozent, das ist schwer zu sagen. Also das kann man nicht sagen, aber man kann annehmen, dass wenn sie nicht die Pille genommen hätte, es auch nicht zur Thrombose gekommen wäre in dem Gesamtzusammenhang. Also die Ärzte haben mir halt gesagt, dass die Vermutung im Raum steht, dass es halt die Pille ist und die wollten auch, dass ich die unbedingt direkt absetze. Ich hatte auch einige Blutuntersuchungen im Krankenhaus. Dann wurde auch eine Gerinnungsstörung festgestellt. Diese Gerinnungsstörung ist ausgesprochen häufig, betrifft etwa 5% der gesamten Bevölkerung. Das heißt also, auch 5% aller Pillennehmerinnen haben auch ein zugrunde liegendes Risiko für eine Thrombose. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man denn die herausfischen, die sowas haben? Das ist schwierig und es wird auch nicht empfohlen, grundsätzlich alle Frauen jetzt daraufhin zu prüfen, zu testen. Schlaue Wissenschaftler, Krankenkassen und Gesundheitsökonomen und so weiter haben sich natürlich Gedanken gemacht, lohnt sich das? Ne? Ist das ein Stück weit natürlich auch kosteneffektiv, eine Thrombose zu vermeiden und diesen Test durchzuführen? Und hat eindeutig gesagt, nein. Es ist nicht erforderlich, dass bei allen Frauen, die jetzt kein familiäres Risiko oder haben, dieser Test gemacht wird. Wird nicht empfohlen. Die Gerinnungsstörung hatte ich ja schon mein ganzes Leben. Ich habe die bekommen, meine Schwester hat die auch und wir haben die beide von meinem Vater bekommen. Aber keiner wusste, dass es die Genmutation in der Familie gibt. Und ich bin auch lange Autostrecken gefahren und hatte nie irgendwelche Probleme. Meine Schwester genauso. Wir sind 12 Stunden nach Frankreich gefahren und hatten überhaupt keine Schwierigkeiten. Und dann nehme ich einen Monat lang die Pille und kriege eigentlich relativ bald eine Thrombose. Ich hätte mich vielleicht besser informieren können. Aber ich finde, dass man einfach die Pille viel zu häufig verschreibt und dass man vielleicht lieber auf Verhütungsmethoden zurückgreifen sollte oder die zuerst probieren sollte, die einfach weniger Nebenwirkungen haben oder nicht so gravierende Nebenwirkungen. Meine Mutter war schon eine sehr große Stütze für mich, weil sie hat versucht, alles für mich zu tun, um mir das zu erleichtern. Sie hat mich von der Schule abgeholt, aber auch emotional. Ich habe mich viel mit ihr unterhalten, auch noch zu späteren Zeitpunkten, als wir da ein bisschen reflektierter drüber nachdenken konnten, haben wir uns nochmal darüber ausgetauscht und das hat auch viel zur Verarbeitung von der Thrombose beigetragen. Ich war zwar krank, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so krank bin, weil ich die Situation einfach angenommen habe, wie sie ist. Meine Mutter war die, die realisiert hat irgendwann, dass es halt lebensbedrohlich ist. Erst durchs Gespräch später ist mir erst bewusst geworden, dass es eine lebensbedrohliche Situation war. Es hatte so eine Weile gedauert, bis wir verstanden haben, was das bedeutet. Also auch die Zeit im Krankenhaus hat auch gedauert. Also jeden Tag kamen andere Informationen und wir haben einfach einen Moment gebraucht, um zu verstehen, was das heißt. Weil wenn man sowas hört, Thrombose, dann denkt man, man nimmt Medikamente und dann geht die wieder weg. Und das ist ja nicht so. Ja, und das tut natürlich als Mutter unglaublich leid. Ich konnte ja anfangs nur so ein paar Meter durch den Park laufen und dann konnte ich gerade so die Strecke zur Bahn laufen, also so ein 18-Minuten-Weg. Danach war ich komplett fertig und hat sich immer mehr gebessert, aber das war schon echt anstrengend für mich. Ich war schon auch traurig deswegen, aber am meisten eigentlich genervt und frustriert, weil mein Leben einfach sich geändert hat und ich selber eigentlich lieber in mein altes Leben zurück wollte. Direkt nach der Diagnose musste ich die Pille absetzen. Dann habe ich erstmal keine Verhütungsmittel eingenommen. Deswegen haben wir ganz klassisch aufs Kondom zurückgegriffen. Ich finde mal so eine Verhütungsmethode ein bisschen unsicher. Deswegen habe ich, sobald es möglich war, mir die Hormonspirale einsetzen lassen. Durch die Hormonspirale habe ich leider eine Eileiterentzündung bekommen. Da musste ich auch wieder ins Krankenhaus, habe mehrere Antibiotika bekommen und bin da wieder ein paar Tage geblieben. Immer wenn ich eine Fütterungsmethode probiert habe, habe ich danach irgendwas bekommen. Also ich war ja immer wieder krank und dann hatte ich total Angst, nochmal irgendwas auszuprobieren und hatte auch gar keine Lust mehr, das nochmal zu probieren, weil ich mir dachte, ich krieg doch sowieso schon wieder irgendwas, wenn ich nochmal was probiere. Und dann
war die Angst einfach zu groß. Ich war 19 und war gerade 2 Jahre mit meinem Freund zusammen und dann bin ich schwanger geworden und es war sehr schön, weil ich mir auch immer vorgestellt habe, früh Mutter zu werden und den Gedanken sehr schön fand. Ich wollte nicht immer ganz so jung, beziehungsweise so jung, wie wir jetzt noch sind, Kinder haben. Aber ich sag mal so, das Schicksal wollte es anders. Ja. Also natürlich macht es uns super glücklich, dass wir die Kleine jetzt haben. Ich meine, man hat natürlich viel zu tun mit Kind. Das ist, ich sag mal, kein Geheimnis. Aber ich muss sagen, ich bin momentan so glücklich wie nie zuvor. Also es ist was ganz Besonderes, ein Kind zu haben. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit jemand anderem das durchzuziehen. Also ich habe die Camille schon sehr, sehr lieb. Danke. Ja, ist ja so. Von Camilles Thrombose habe ich am Anfang erstmal nichts mitbekommen. Sie haben jetzt nicht direkt, ich sag mal, bei den ersten paar Treffen davon erzählt. Nur später dann sind mir natürlich auch die Strümpfe aufgefallen und da hat sie mir das auch erzählt, dass sie unter Thrombose leidet. Ich habe mich schon ziemlich erschrocken und war dann auch erstmal ein bisschen schockiert, dass sie mir von sowas erzählt hat. Ich meine, es ist ja nichts wirklich Alltägliches, in so jungen Jahren schon unter Thrombose zu leiden. Abends dann, da weiß ich ja, wann sie ja abends ihre Medikamente nimmt. Und ab und zu mal erinnere ich sie auch daran, dass sie sie bitte nehmen soll. Weil natürlich habe ich da auch Sorgen. Du bringst mir die sogar manchmal ans Bett, wenn ich schon im Bett liege. Das ist total süß. Also andere freuen sich darüber, wenn die einen Tee ans Bett bringen. Und ich freue mich total, wenn er mir manchmal meine Tabletten ans Bett bringt. Also abends um 10. Häufig denkt man, dass Thrombose eine Krankheit ist, die nur alte Menschen kriegen. Und mir ist wichtig, das zu zeigen, dass es eben nicht so ist, dass auch junge Menschen häufig eine Thrombose bekommen und dass man das einfach auch nicht vergisst und nicht irgendwie stigmatisiert. Und durch die Thrombose habe ich gelernt, Dinge positiv zu sehen und zu versuchen, aus jedem immer das Beste zu machen. Weil ich könnte jetzt hier sitzen, traurig sein darüber, dass ich Einschränkungen habe, aber das bringt mich nicht weiter, sondern deswegen versuche ich, aus allem was Positives zu ziehen und irgendwie fröhlich zu sein und zu versuchen, das zu machen, was mich glücklich macht.